Das Age of Less ist ein Versuch auszudrücken, dass es so, wie es jetzt weitergeht, so wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, nicht endlos weitergehen kann. Wir haben als Menschen die große Illusion in der westlichen Welt, alle Prozesse sind linear, sogar exponentiell. Das heißt, wir werden alle immer reicher, der Wohlstand geht immer weiter. Heute erkennen wir aber, dass wir den Wohlstand von vielleicht ein paar hundert Millionen Westeuropäern, vor allem Amerikanern, gepflegt haben. Aber in einer Welt von über 7 Milliarden Menschen ist es schlicht und einfach nicht globalisierbar, was heute an Ressourcen, an Möglichkeiten, vor allem auch an demografischer Entwicklung auf uns zukommt. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren versuchen müssen, mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen sinnvoller, haushälterischer umgehen. Das heißt keinesfalls, dass es uns schlecht geht. Es heißt auch nicht, dass wir verzichten müssen, aber wir müssen bewusster konsumieren. Wir werden verschiedene Dinge vielleicht wieder selber machen müssen. Die Staaten sind alle verschuldet bis zum Geld nicht mehr. Also wir haben Sozialleistungen bezahlt, wir haben einen Wohlfahrtsstaat aufgebaut, wir haben Kriege geführt, wir haben Schulden aufgehäuft, wir haben gleichzeitig gesehen, die Wachstumsschwäche in der Wirtschaft ist nicht seit erst gestern da, sondern schon seit den 70er Jahren. Wir haben immer mehr Verschuldung hineingebracht, wir haben dann die Finanzmärkte dereguliert und heute stehen wir nicht gerade vor einem Scherbenhaufen, aber vor vielen neuen Herausforderungen. Es geht auch beim Wirtschaftswachstum nicht endlos so weiter wie bis anhin. Das Zahlenwachstum hat die Illusion, man könne mit Verschuldung, man könne mit Geld die Probleme lösen. Aber wir wissen etwa aus der Glücksforschung, mehr Geld zur Verfügung haben, immer mehr Einkommen, immer mehr Vermögen, heißt in erster Linie was? Es heißt, wir haben höhere Fixkosten. Und das größte Problem heute bei den Familien, bei den Menschen ist, dass sie die Fixkosten nach oben treiben, die Gesundheitskosten gehen nach oben, Pensionskosten werden teurer werden. Wir diskutieren heute schon mit 70, vielleicht mit 72 in Pension zu gehen. Das werden die neuen Diskussionen sein. Wir werden nicht darum herumkommen, wieder etwas mehr Bodenhaftung zu gewinnen und damit auch ein bisschen realistischer zu werden. Aber ich denke, das hilft uns auch, die Dinge wieder mehr wertzuschätzen, Ernährung mehr wertzuschätzen, nicht alles einfach bewusstlos zu konsumieren, auch die Mobilität wieder mehr schätzen zu lernen, wenn man in die Ferien gehen kann. Es muss nicht immer noch weiter sein. Also ich glaube, dass eine neue Form von bewusstem Konsum auf uns zukommt, der grundsätzlich nicht mehr von der Frage ausgeht, wie viel Geld bekomme ich, wie viel Vermögen bekomme ich, sondern was brauche ich überhaupt, um glücklich zu sein? Es muss niemand verzichten. Wenn zwei Menschen ein Einkommen haben, gerade in der Schweiz, dann verdienen sie, denke ich, ordentlich, auch wenn sie eine einfache Arbeit haben. Ich halte es für fatal, Menschen zu diskriminieren, die nicht einen Hochschulabschluss haben, die nicht viel Geld verdienen. Letztendlich ist es gefährlich, einfach immer zu sagen, die sind zu bemitleiden, das sind arme Menschen. Letztendlich, auch hier müssen wir lernen, wegkommen vom Zahlenwachstum. Wir müssen Menschen wertschätzen und nicht das, was sie verdienen. Der wichtigste Punkt scheint mir zu sein, dass man in seinem sozialen Umfeld bewusster konsumiert, auch einen gewissen, nicht Vorbildcharakter, aber trotzdem ein positives Beispiel abgibt. Zum Beispiel, wenn man einkauft, ist es schöner, wenn man in Gehdistanz statt in Fahrdistanz einkauft. Es ist befriedigender, wenn man wirklich zu Fuß etwas machen kann. Man lernt viel mehr kennen, als wenn man gestresst irgendwo, sei das im öffentlichen Verkehrsmittel oder im Privatwagen sitzt und permanent auf die Uhr schauen muss. Also wenn ich in Gehdistanz etwas machen kann, ziehe ich das der Fahrdistanz vor. Ich habe auch gelernt in den letzten Jahren, was es heißt, bewusster zu konsumieren, nehmen Sie die Lebensmittel. Es macht Freude, wenn man gute Lebensmittel konsumieren kann, wenn man weiß, wo sie herkommt, wenn man weiß, dass die Menschen, die auch letztendlich die Produkte hergestellt haben, auch Freude gehabt haben, diese Produkte zu machen. Und das, glaube ich, sind so kleine Bausteine, wo man Bewusstheit in vielen Lebensbereichen einbringen kann. Bewusster Konsum, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Stein, dass man einfach sieht, endlos, alles nur mehr vom Selben ist für niemanden gut und ist für die Nachhaltigkeit des Planeten überhaupt keine Option.